Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Challenge bei Rayman Legends. Und obwohl die 1374 Meter sehr, sehr abschreckend am Anfang wirken, kann ich euch nur raten, heute die Daily Challenge zu machen, weil also so eine einfache habe ich schon lange nicht mehr bekommen. Es war, glaube ich, der zweite Versuch, den ich hier jetzt gebraucht habe, um diesen Goldpokal heute zu bekommen. Ich werde es auch wahrscheinlich nachher nochmal probieren, das Ganze noch ein bisschen zu verbessern. Weil es doch recht knapp, aber halt gerade eben die Goldstelle, die ist heute wirklich knackig. Bis dahin ist es alles sehr, sehr einfach, aber wenn man in dieser Stelle dann auch nur halb irgendwie durchkommt, dann ja, sollte das alles kein Problem sein. So, beschäftigen wir uns hier. Wir haben schon die ersten 300 Meter. Vom Schwierigkeitsgrad her bleibt es recht gleich. Das heißt, hier auch wieder nur schlagen, hier das runterziehen. Und ja, hier, das ist für Anfänger ja meistens immer so ein Knackpunkt, diese Stelle. Aber sollte eigentlich auch kein. Hier Augen wegklatschen, einmal drüber hochfliegen lassen. Da bin ich sogar an ihm vorbei, er war noch gar nicht da. So, hier drüber. Und wir bekommen schon die 600 Meter Pause. So, hier das gleiche nochmal, Kugel abschneiden. Über das Seil runterziehen, hatten wir gerade eben schon einmal. Wie beim ersten Mal. Hier das Auge wegklatschen. Da, das machen wir auch weg. Da auch nochmal. Und drüber. So, hier habe ich mich jetzt ein bisschen versprungen beim zweiten Mal. Das kann gern passieren, dass man halt eben über das Seil drüber springt. Ist normalerweise fatal, aber ja gut, man kann sich ja, beim Propeller kann man sich ja auch immer noch ein bisschen helfen. So, hier drüber, über das Kissen, runterziehen. Und wir bekommen die 900 Meter Pause. Nicht mehr weit. Hier Augen klatschen. Drüber. Über das Teil drüber. Also es ist wirklich vom Schwierigkeitsgrad heute, es ist wirklich sehr, sehr einfach. Man kommt sehr, sehr leicht durch. Es sind nicht irgendwelche großartigen Steigerungen. Hier gut kann man sagen, wenn man hier vergisst, den Ring irgendwie rüberzuziehen, dann ist es natürlich fatal. Aber ja, sollte eigentlich für euch alle gut möglich sein. So, hier drüber. Noch einmal. Und hier springe ich immer gern direkt hoch, kennt ihr schon. Wir haben die 1200 Meter Pause und jetzt zieht es deutlich an, merkt man dann. Dieses Element hier kennen wir ja schon, wenn wir es zweimal verstellen. Hoch, ganz schnell klicken. Ich sehe jetzt unten, wie ich den Taster benutze dafür. Einmal drüber und das hier ist jetzt genau die Goldgrenze. Zack. Ich werde mir das Ganze nochmal ein bisschen angucken in Slow Motion, was man daran verbessern kann. Ich danke euch aber vielmals fürs Zuschauen und ja, vielleicht sehen wir uns gleich noch in der wöchentlichen Challenge oder dann eben morgen in der Next Daily Challenge. Bis dann!